Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show zu meinen ganzen Welten. So, und wir fangen gleich mit der ersten an. Ich werde jede Welt in einen neuen Teil spalten. Also, die erste Folge wird jetzt hier meine Adventure Map sein. Die zweite wahrscheinlich dann meine Survival Maps und so weiter und so weiter. So, hier seht ihr meine Adventure Map. Ich habe sie selbst ohne World Edit gebaut. Sieht man auch daran, weil warum sollte ich sowas ohne mit World Edit bauen? Das kann man ja gar nicht. Sie ist wirklich riesig und vor allem das Ding da, man sieht noch gar nicht das Ausmaß, wie hoch das ist. Sie ist nicht fertig, das sieht man zum Beispiel hier dran. Hier ist noch nicht umrundet und so. Hier geht's auch dann, hier sind die Leitern und so. Also da dauert es noch ein bisschen, bis sie fertig ist. Aber ich fange einfach mal ganz unten an. Aber bevor ich anfangen werde, werde ich euch sagen, dass eigentlich die Adventure Map ziemlich Schrott ist, weil durch Nodus oder durch irgendein Update ist sämtliches Redstone verschwunden. Also hier wäre überall Redstone gewesen. Irgendwelche komplexen Redstone-Schaltungen hier mit T-Flip-Flops und so. Alles Redstone weg. Sieht man auch hier, wie viel Redstone hier eigentlich hingehört. Auch an meinem, an einer bestimmten Sache dort oben, merkt man, wie viel Redstone hier war. Nämlich dort. Also, alles war hier voller Redstone. So ein riesen Smiley wäre dann da gekommen mit Pistons und so. Aber jetzt ist wieder alles weg. Also, verkackt. Aber ich fange dann erstmal in dem untersten Raum an und fange dann an zu erklären. Und wahrscheinlich werde ich auch ein paar Räume einfach überspringen, weil es zu einfach wäre. Weil es zu einfach wäre, das zu erklären. Ja, alles ist zu einfach zu erklären. So, also dieser Raum wäre theoretisch gewesen. Ich drücke auf den Knopf, dort fährt ein Ding aus dem Boden. Dann kann ich hier rüberspringen, darüber springen, darüber springen. Achso, hier wir sind dann auch Dinge rausgefahren. Noch mehr Knöpfe, noch mehr Knöpfe, noch mehr Knöpfe, noch mehr Knöpfe. Und irgendwann nach irgendwie einer halben Stunde hast du es dann geschafft, bis hier oben. Kannst dann gerne hier hochklettern, wenn du das willst. Und dann kommst du in diesen Raum. Und da steht dann, wie viele Knöpfe gab es im letzten Raum. So, überlegen. Ja, die Redstone-Schaltung ist auch hier kaputt. Normalerweise gäbe es jetzt hier so eine kleine Plattform. Und wenn man, es gibt 5 falsche Antworten und eine richtige. Und wenn man eine falsche Antwort drückt, geht die Plattform unten auf. Und wenn man die richtige drückt, geht das hier auf. Aber auch durch das Redstone-Unglück ist das hier nicht mehr versperrt. So, dann geht's weiter in Stage 2, das Labyrinth. Nämlich ein Labyrinth, bestehend aus Lava. Irgendwo hier, ja, hier ist das aus, hier ist der Ausgang. Dauert ziemlich lange, das zu finden. Also hier sieht man meine Karte. Man müsste theoretisch hier lang, da lang, da lang, da, da, da. Und dann ist man auch da. So, hier ist es lustig. Es gibt hier 3 Levels in der Stage. Also man macht Level 1, drückt dann auf den Knopf, dann wird Level 2 frei. Dann macht man das. Dauert übrigens eine halbe Stunde für diese Map. Das sind nämlich die schwersten Sprünge, die es in Minecraft gibt. Die jetzt nicht so extrem sind. Okay, der erste ist jetzt nicht so der schwerste. Aber trotzdem gehören sie zu den schwersten Sprüngen, die es in Minecraft gibt. So, wenn man dort auf den Knopf drückt, entschlüsselt sich Level 3. Und das ist auch nochmal schwierig. Und wenn man dort auf den Knopf drückt, dann kommt diese Treppe raus. Warum sie geöffnet ist, wisst ihr. Wegen dieser scheiß Redstone-Sache. Ja, hier sieht man es. Da wäre hier dann das Signal von da aus. Und, oh, das funktioniert ja sogar noch. Ja, nee, funktioniert doch nicht. Also, wenn man dort auf den Knopf gedrückt hätte, wäre hier ein Redstone-Signal. Das hätte dann das ausgelöst. Die Redstone-Fackeln hier sind auch weg. Und das wäre dann bis zur Treppe gegangen. So, dann buddel ich mich einfach hier nochmal rein. Dann geht's zu dem nächsten Stage, nämlich hier, wie heißt sie? Stage 4, Holz zum Anfassen. Na gut, die Namen sind nicht so kreativ. Eine ganz easy Map, einfach hier zum Springen, nicht viel zu erklären. So, wenn man dann hier auf den Knopf gedrückt hätte, der übrigens auch verschwunden ist, wären dann hier Blöcke aus der Wand gefallen und dann letztendlich hier oben eine Treppe, also noch mehr Sprünge. Und dann kommen wir zu meinem geilsten Raum. Ich wusste gar nicht, wie geil sowas aussehen kann. Also man muss sich hier so ein bisschen den Weg durch den Dschungel bahnen, paar Sprünge schaffen und dann hier über diese Brücke stolpern und so ein Scheiß. Und dann kommt man hier in diese Röhre, so. Dann geht erstmal auf, Lava, Lava, verbrennen, verbrennen, verbrennen. Wahrscheinlich sind die meisten tot. Und dann, wo denkt man hier, wieso geht's hier runter? Ja, dann kommt man in den sogenannten Nether. Aber der Nether fängt erst wirklich hier an, nochmal 2 Betten. Ja, und dann ist man im Nether und muss hier eine Art Labyrinth, nämlich, durchstreiten. Und es gibt eine Regel, nicht durch die Lava gehen, also selbst wenn es geht, sollte man es nicht versuchen. Erstens würde man sterben und zweitens ist es sowieso nicht gut. Also der Weg durchs Labyrinth, den kenne ich jetzt auswendig, der geht hier lang, hier lang, hier lang. Also es gibt hier eine Unmenge von anderen Wegen, die man auch noch nehmen könnte, aber ich nehme jetzt einfach mal den richtigen und dann kommt man hier hoch, hier hoch, hier hoch. Dann darf man noch höher, noch höher, noch höher. Dann gibt es auch hier diese überschwere Challenge, ne? Du darfst jetzt hier rüberspringen. Und wenn du zu faul bist, läufst du einfach hier außen lang. Ah, natürlich falle ich jetzt in die Lava.
So, Chill Out Lounge, ja klar. So, dann kommt man ins Portal und dann hat wirklich 2 Tage gedauert, das zu bauen. Ohne World Edit eine lange Treppe. Und die ist länger, als viele von euch erwarten werden. Also, das im Creative zu bauen, Alter, das müsst ihr erstmal nachmachen. So, dann kommen wir zu dem geilsten Raum, der durch das Update zerstört wurde. Wie man sieht, er ist offen. Die Wand fehlt, die Sprünge fehlen. Es war eigentlich mein geilster Raum. Hier, Bullshit. Mit den geilsten Sprüngen, was auch richtig cool aussah alles. Und letztendlich, wenn man hier dann rauskam, hat man es schon geschafft. Das Level dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Also eigentlich hatte ich mal ursprünglich vor, das Level dann Pizmeet vorzuschlagen. Damit der es auch mal zockt. Da hätte wahrscheinlich viele, viele Folgen damit gemacht, mit meiner geilen Adventure Map. Aber nun ist der ganze Traum vorbei. Und was war das? So, hier geht's dann weiter. Hier kommt man dann nochmal kurz hier zum Abhängen. Und dann kommt man in meinen Bücherraum hier. Ja, genau, Stage 8 Bücherwurm mit Zaubertischen und alles sowas. Muss man hier Sprünge absolvieren und letztendlich kommt man dann hier raus zu dem nächsten geilen Level. Oh, und da klingelt das Telefon. Wie geil ist das denn? Ja, warten. Ja, da hat jemand aufgenommen. Wie geil. So, das ist der nächste Stage. Auch hat ziemlich lange gedauert, diese ganze Box zu bauen. Diese ganze Obsidian-Box war ziemlich krass und schwer. Weil, stellt euch mal vor, ihr müsst sowas per Hand bauen. Das dauert dann schon eine Weile. Aber es hat Spaß gemacht. Und letztendlich ist das Enttäuschendste, man kommt hier hoch und dann jump down. Und dann, wahrscheinlich stirbt der Erste dann. Und dann darf man tatsächlich in Stage 10 Pilze zum Mittag. Wow, was brennt denn da? Ja, so ein kleines Pilzland mit einer kleinen Adventure Map ist wirklich nicht das Schwerste zu machen. Aber es gab auch noch einen Knopf hier, der ist auch weg. Da hat sich dann so ein Ding aktiviert, dass man erst überhaupt springen konnte. Und ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Alles kaputt. Und dann ist der nächste Raum mein allergeilster Raum. Nämlich, wie hat dir bisher, oder dir bzw. euch die Map bisher gefallen? So, fragt einfach mal. So, Achtung, die Entscheidung hat auf den Spielverlauf Einfluss. So, dann gab es hier den. Du fandest es gut und du fandest es schlecht. So. Sagen wir, die Map würde noch funktionieren. Beide Türen werden geschlossen. Du drückst auf. Gut, der Knopf ist weg. Toll. Dann kommt hier ein lächelnder Smiley. Der würde dann leuchten, aber alle Redstone-Fackeln sind verschwunden. Deswegen leuchtet hier nichts mehr. Und dieser Gang würde sich öffnen. Schlecht wäre dann andersrum, also böser Smiley. Und dieser Gang würde sich öffnen. Unterschiede sind zum Beispiel hier, also das ist dann schwer. Und dann, das ist dann leicht. Also man muss hier erst ein bisschen latschen. Dann darf man noch begucken, wie die schweren das machen müssen. Und dann, das da unten hättest du machen müssen, wenn du auf die schlecht gedrückt hättest. Dankeschön. So, und dann gibt es ein leichteres Adventure-Map-Ding hier. Also es ist schon schwer. Und übrigens, die schwer gemacht müssen, hätten dann hier noch durchs Feuer rennen können. Und wie man sieht, Feuer vollkommen verschwunden. Pech. Stage 11, da war ich dann noch schon nicht mehr so kreativ wie am Anfang. Ein Hauch von Schwarz, trollolol. Ja. Ja, da war man dann schon nicht mehr kreativ. Man war irgendwie schon abgehärtet von Adventure Maps bauen. So, das war auch ziemlich geil. Also man kommt hier, drückt diesen Knopf. Ja, dann... Lol, das funktioniert noch. Also man drückt den Knopf und dann... Und dann kommt man in Stage 12, das Wunderland. Ja, ziemlich lustig. Wenig Sprünge, schnell gemacht. Mir ging es in der Adventure Map hauptsächlich auch ums gut aussehen. So, hier war ich dann noch nicht ganz fertig. Hier ging es dann hoch, erstmal... Höher. Das Hochzugehen wäre schon extrem langsam und würde irgendwie 5 Minuten der Folge brauchen. Tja, deswegen fliege ich jetzt erstmal hoch. Vielleicht mache ich da noch ein Schildchen, wenn ich sie repariere, die Adventure Map, dass man das auch hochfliegen darf. So, dann kommt man in meinen neuesten Part. Und zwar der, wie nennt man das? So, Dropper Part, ne? So, also man muss versuchen, hier überall durchzuschlüpfen, ohne zu sterben. Oh, tot, okay. Also man muss dann hier so, wow, knack, oh, schon wieder tot. Und dann muss man versuchen, ins Wasserloch, okay, das war schon ein bisschen gefailed. Da hatte ich dann World Edit benutzt, das hätte viel zu lange gedauert, das zu bauen. So, und mehr hatte ich dann noch nicht gebaut und abgeschlossen, als dann die Adventure Map endgültig kaputt war. Und das war es auch erstmal zu meinem ersten Welten-Let's-Show von Topsmeet.